Was geht ab, meine lieben Freunde? C zu dem AX, Kricks am Start und ich bin mal wieder zurück mit einem neuen Video auf unserem Kanal. Dieses Mal geht es mal wieder um Fortnite, denn ich habe endlich die mobile Version von Fortnite auf meinem Handy installiert, denn Fortnite bzw. Epic Games hat mir endlich eine Einladung per E-Mail zugeschickt, Leute. Und ich habe euch ja gestern oder vorgestern in dem Video versprochen, dass wenn ich Fortnite endlich auf meinem Handy habe, ich euch auf diesem Kanal hier auf jeden Fall ein Gameplay zeigen werde. Dieses Gameplay wird, denke ich mal, auch die Tage noch kommen, aber heute will ich euch auf jeden Fall zeigen, wie ihr auch direkt Fortnite auf eurem Handy installieren könnt. Das Ganze funktioniert leider momentan nur für iOS, noch nicht für Android. Android wird ein paar Monate später, denke ich mal, kommen. Auf jeden Fall braucht ihr nicht unbedingt eine Einladungs-E-Mail, um Fortnite auf eurem Handy installieren zu können, sondern ich zeige euch heute halt, wie gesagt, wie das Ganze funktioniert, auch ohne Einladung. Und deswegen können dann auf jeden Fall alle Zuschauer, die jetzt ein iPhone, ein iPad oder was weiß ich besitzen, auf jeden Fall ein iOS-Gerät, Fortnite auf dem Handy zocken. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video, Leute. Ich werde euch gleich auf jeden Fall auch nochmal auf meinem Handy zeigen, dass ich wirklich auch Fortnite habe, damit ihr mir auf jeden Fall glaubt, dass das Ganze funktioniert. So, ihr seht, dass unten auch ganz normal die Lobby lädt. Und ja, jetzt wurde auf jeden Fall die Lobby gefunden und ich komme jetzt gleich in ein Match rein, Leute. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe jetzt Fortnite mittlerweile schon auf dem Handy. Ihr seht es hier, ich kann alles ganz normal bewegen. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum Tutorial, wie man das Ganze auf das Handy holt. Als allererstes müsst ihr auf eurem iOS-Gerät auf Safari gehen und wenn ihr im Safari-Browser drin seid, gebt ihr einfach mal unten in die Suchleiste www.fortnite.com/iOS ein und dann werdet ihr auch schon auf die Download-Seite weitergeleitet. Dann drückt ihr einfach jetzt Fortnite holen oder so müsste da glaube ich stehen und wenn ihr das dann gemacht habt, werdet ihr in den App Store weitergeleitet und über den App Store könnt ihr ganz normal Fortnite downloaden. Habt ihr den Download dann gestartet, sollte es etwas dauern, denn die Datei hat circa 2 GB und wenn ihr dann Fortnite auf euer Handy heruntergeladen habt, könnt ihr die Fortnite App eigentlich auch schon öffnen. Wenn ihr dann in der Fortnite App drinne seid, müsst ihr euch dann auch ganz normal wie auf den Konsolen oder auch auf dem PC mit eurem Epic Games Konto verbinden. Ganz kleine Information, Leute, und zwar packe ich euch den Einladungslink von Fortnite auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung und dann könnt ihr einfach über das Handy unten in die Videobeschreibung gehen und dann einfach auf den Link und dann werdet ihr halt ganz normal weitergeleitet und dann müsst ihr das Ganze auf jeden Fall auch nicht im Safari Browser eingeben und könnt das dann halt ganz normal über die Videobeschreibung downloaden. Das war's dann jetzt aber eigentlich auch schon mit dem ganzen Tutorial, Leute. Ihr müsst dann aber halt mal schauen, wenn ihr euch dann mit dem Epic Games Konto verbunden habt, ob ihr denn schon zocken könnt oder ob ihr denn auch noch auf die Einladung warten müsst. Denn ich habe von manchen Spielern gehört, dass sie einfach ganz normal zocken konnten. Bei mir zum Beispiel war das auch der Fall. Ich habe mich auch über die Seite eingeloggt, sage ich mal, und halt auch Fortnite gedownloadet und dann konnte ich mich auch ganz normal mit dem Epic Games Konto verbinden und konnte auch ganz normal Fortnite zocken. Aber ich habe auch im Nachhinein die Einladungs-E-Mail bekommen. Deswegen kann ich euch auch nicht zu 100% versichern, ob es bei jedem funktionieren wird. Denn die einen sagen, man kann sich direkt einloggen und einfach zocken und andere sagen, dass man sich da irgendwie noch nicht einloggen kann und man trotzdem auf die E-Mail warten muss. Aber dann habt ihr auf jeden Fall schon mal Fortnite gedownloadet und falls ihr dann die E-Mail bekommt, müsst ihr jetzt nicht allzu lange warten, um noch Fortnite oder so zu downloaden und deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Ja Leute, das war es dann jetzt aber eigentlich auch schon mit dem kompletten Video. Falls euch dieses Video jetzt weitergeholfen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like unter diesem Video da. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst uns doch einfach mal ein Abo da und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts rund um Fortnite verpasst. Ansonsten würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.